Wir alle kennen Lamborghini für seine legendären V12, Monster, seine brüllenden V10, Symphonien und sogar den brutalen V8, der unter der Haube des Urus lauert. Nun stellen Sie sich einen Lamborghini vor, der nicht brüllt, sondern in aufregender Stille gleitet. Verabschieden Sie sich von den Seitenspiegeln, an deren Stelle treten hochmoderne Kameras, die Ihre Vorstellung von Geschwindigkeit und Stil neu definieren. Lassen Sie Ihre Augen an diesem Kunstwerk in Bewegung teilhaben, perfekt symmetrisch und aerodynamisch überlegen. Die Art und Weise, wie Sie den Innenraum, das Cockpit, gestaltet haben, ist wie das Fahren eines Raumschiffs. Es ist exotisch, atemberaubend und es verschiebt die Grenzen, wie Lamborghini sie nie zuvor verschoben hat. Es ist nicht nur ein Konzept, es ist ein Teaser, ein Trailer und ein verlockender Hinweis auf die Zukunft des automobilen Überschwangs. Werfen wir einen genaueren Blick auf Lamborghinis Kampfstier der vierten Generation, den Lamborghini Lanzador. Als das Genie Ferruccio Lamborghini 1963 sein Unternehmen gründete, hatte er wahrscheinlich keine Vorstellung von den atemberaubenden Supersportwagen, die uns heute alle zum Schwärmen bringen. Er begann seine Reise mit einer fest verankerten Vision. Mit seinem Wissen über Traktoren und seiner Erfahrung bei der Reparatur von Flugzeugen der italienischen Luftwaffe brachte Lamborghini den 350 GT auf die Welt, ein Coupé, das eher an einen schnittigen Grand Tourer als an ein Rennstreckenmonster erinnerte. Dieser Lambo rührte nicht über Rennstrecken, sondern fuhr auf Autobahnen. Komfort war sein Name und Luxus war sein Spiel. 60 Jahre später, und raten Sie mal, Lamborghini kehrte zu seinen Wurzeln zurück und verblüffte uns mit einem Blitz, dem Lanzador. Halten Sie sich fest, denn der Lanzador ist der Beginn einer aufregenden Reise. Er kombiniert die Finesse eines V12 mit der Magie von nicht einem, nicht zwei, sondern drei Elektromotoren. Dies ist kein gewöhnlicher Supersportwagen. Es ist ein SUV-Coupé mit einer schnittigen Dachlinie, die Ihnen GT ins Ohr flüstert. Und wenn wir von Leistung sprechen, dann sprechen wir von einem Megawatt reiner Energie, was sich in atemberaubenden 1300 PS niederschlägt, und das alles verpackt in einem rein elektrischen Paket. Stellen Sie sich vor, wie dieses Monster in aller Ruhe die Straßen beherrscht. Und auf all das müssen Sie nicht mehr allzu lange warten. Merken Sie sich das Jahr 2028 in Ihrem Kalender vor, denn Lamborghini bringt dieses Ungetüm auf den Markt. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Konzept, das vielleicht nie das Licht der Welt erblickt. Nein, Lamborghini meint es todernst mit diesem bösen Buben. Von den schnittigen Linien bis hin zur tadellosen Frontpartie, die schreit, ich bin ein Lamborghini, ist alles an seinem Platz. Sie haben ihn Lamborghini Lanzador genannt, ein Name, der wie aus einem Science-Fiction-Film klingt. Doch dies ist kein gewöhnlicher Supersportwagen. Nein, sie nennen ihn einen Ultra GT. Wenn das ein bisschen übertrieben klingt, dann liegt das daran, dass in der Welt der Automobile das Wort Super nicht mehr ausreicht. Gleichzeitig ist dieses Ungetüm jedoch auch äußerst praktisch. Es ist für den täglichen Pendlerverkehr und Überlandfahrten konzipiert. Und es ist nicht der typische Zweisitzer. Lamborghini ändert das Spiel mit einer 2+2 Sitzkonfiguration. Er entwickelt sich nicht zu einem vollwertigen SUV wie der Urus, aber er ist auch kein normaler, tiefliegender Supersportwagen. Er schafft die perfekte Balance zwischen Praktikabilität und atemberaubendem Aussehen. Das Design des Lanzador ist von Raumschiffen inspiriert. Das Äußere sieht so aus, als würde es nach einer Reise durch den Kosmos gleich wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Was ist mit den massiven 23 Zoll Rädern? Die sind nicht nur zum Anschauen da. Sie wurden entwickelt, um dieses Biest effizienter zu machen und die so wichtige Reichweite zu erhöhen. Sehen wir uns nun die fantastische Frontpartie an. Zunächst einmal diese Scheinwerfer. Sie sind so schnittig und modern. Sogar die Scheinwerfer haben Luftführungen, die die Luft über und durch noch mehr aerodynamische Elemente leiten, die über oder unter der Motorhaube versteckt sind. Wenn man sieht, wie sich der Lanzador von einem Cruiser mit niedrigem Radantrieb in ein Hochleistungsfahrzeug mit hohem Abtrieb verwandelt, wenn sich die Aerodynamikteile öffnen und die Aufhängung zusammenbricht, ist das, als würde man einem Transformer bei seiner Arbeit zusehen. Die gesamte Karosserie und der vordere Stoßfänger sind wie bei seinem Cousin, dem Urus, mit Carbonfasern verziert. Apropos Cousin, werfen Sie einen Blick auf die Seiten, kein altes Design mehr. Es ist, als ob sie versteckt wären.
Und lassen Sie mich gar nicht erst von der Frontplakette anfangen. Es ist wie ein Kronjuwel, das stolz sagt, ja, ich bin ein Lamborghini, verneigt euch vor mir. Und für den Fall, dass jemand das Memo verpasst hat, als ob wir noch mehr Bestätigung bräuchten, steht da Lanzador. Es ist, als hätte der Lanzador die Luft des Urus genommen und sie noch einen Tick besser gemacht. Ein weiterer beeindruckender Trick dieses Ungetüms ist das Aerodynamica Lamborghini Attiva System. Es ist wie eine Geheimwaffe, die die Aerodynamik des Wagens anpasst, so wie ein Superheld seinen Umhang während des Fluges anpasst. Es ist nicht nur dazu da, um zu prahlen, sondern auch, um das Auto zu stabilisieren oder seine Effizienz auf Knopfdruck zu verbessern. Halten Sie sich gut fest, denn unter dem eleganten Äußeren verbirgt sich ein zweimotoriger Antriebsstrang. Wir sprechen hier von einer Leistung von über einem Megawatt. Ja, Sie haben richtig gehört, das sind 1341 Pferdestärke. Das ist nicht einfach nur ein Lamborghini, das ist ein Kraftpaket auf Rädern. Es ist, als hätte man eine Herde wütender Stiere unter der Haube. Und dank des Allradantriebs kann man darauf wetten, dass dieser böse Junge die Straße wie festgeklebt in den Griff bekommt. Der Lanzador verfügt nicht nur über brachiale Kraft, sondern ist auch sehr clever. Das Zweimotorensystem schiebt nicht nur Kraft, sondern verlagert das Drehmoment strategisch auf die Hinterachse. Wissen Sie, was das bedeutet? Dynamische Kurvenfahrten, die Ihnen den Kopf verdrehen werden. Kommen wir nun zum futuristischen Teil, wir sprechen hier von einer Hochleistungsbatterie, die diese Rakete antreibt. Die genauen Zahlen werden noch geheim gehalten, aber was wir wissen, ist, dass sie eine große Reichweite verspricht. Dieser böse Junge schafft es, alles realistisch zu halten. Wenn Sie dieses atemberaubende Meisterwerk betreten, finden Sie sich in einer riesigen Welt des Luxus wieder. Wir sprechen hier nicht nur von einem engen Cockpit, sondern von einem 2+2 Layout, in dem Sie zwei abenteuerlustige Freunde mitnehmen können. Lamborghini verkündet stolz, dass Sie Sportgeräte oder Gepäck einladen können und bietet sogar ein paar maßgeschneiderte Taschen an. Aber das ist noch nicht alles an technischem Können. Erleben Sie die Magie von nicht nur einem, sondern zwei iPads im Fond für alle Ihre Infotainment-Bedürfnisse. Nicht zu vergessen das große Panoramaschiebedach, das den Innenraum mit herrlichem Licht füllt, während die eleganten Kohlefaserdetails für einen Hauch von Extravaganz sorgen. Kennen Sie die Seitenspiegel, die Sie normalerweise für selbstverständlich halten? Ja, sie wurden durch Kameras ersetzt, und das ist nicht weniger cool. Der Innenraum ist aus nachhaltigen Materialien gefertigt. Die Sitze zum Beispiel sind aus recycelten Materialien 3D gedruckt. Für diese Superlimousine, die die Ultra-High-Performance-Elemente des Revuelto mit der Vielseitigkeit des Urus kombinieren wird, verspricht Lamborghini einen Preis, der unter dem eines Hypercars liegt. Darüber hinaus will das Unternehmen seine Kapazitäten in Sandagata Bolognese, die im ersten Halbjahr 2023-5341 Einheiten erreichten, für die Produktion dieser vierten vollelektrischen Modellreihe ausbauen. Diese neue Investition in die Dekarbonisierung und Elektrifizierung stellt die zweite Phase des 1,9 Milliarden Euro schweren Programms Direzione Core Tauri dar. Das ist alles, was wir über den Lanzador zu sagen haben, der die Vielseitigkeit eines Alltagsautos in sich vereint. Was halten Sie von diesem Ultra-Supercar? Würden Sie ihn kaufen, wenn Sie könnten? Vergessen Sie nicht, Ihre Antworten und Meinungen in die Kommentare zu schreiben. We'll be right back.